Ja, hallo, liebe Modellbaufreunde. Meine erste Urlaubswoche neigt sich dem Ende zu. Die Woche war sehr vollgepackt. Ich konnte einiges erledigen und unter anderem hat auch mein Termin im Flugsimulator endlich geklappt, wie ihr ja gesehen habt. Der wurde schon zweimal Corona-bedingt verschoben. Ja, und jetzt möchte ich mich auch endlich mal diesem Modell hier widmen. Ich hatte es, glaube ich, gefühlte 50 Mal schon ausgepackt. Ja, das werde ich jetzt endlich mal bauen. Die Revell Typhoon-Klasse, das sowjetische U-Boot mit 30 Parts, wird eher so ein Weekend-Build. Ja, gibt es nicht sehr viel dran zu tun. Aber natürlich werde ich da auch auf Details achten und das möglichst detailgetreu versuchen darzustellen. Okay, so viel dazu. Ich komme trotzdem erstmal wieder beiseite, weil ich auch noch ein vorerst letztes Unboxing machen wollte. Und zwar die MiG 31 Foxhound in 1 zu 72, ebenfalls Revell. Zur MiG 25 hatte ich ja kürzlich auch ein Unboxing gemacht, was heißt kürzlich, ist auch schon wieder einige Wochen her. Und das ist jetzt gerade sozusagen das letzte Modell, was ich hier noch auf Lager liegen habe. Und ja, ich würde sagen, wir packen aus. Auch wieder ein kleines Überraschungspaket für mich. Der Karton ist unangetastet, original verschlossen. Halte das mal raus hier und lege den Karton beiseite. So, was haben wir denn hier? 50 Years Revell, ein Punkt. Schön, Treuepunkte sammeln. Ob die Aktion allerdings noch gilt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Modell schon im Karton ruht. Wie auch immer, wir schauen uns die Anleitung an. Auch noch in Schwarz-Weiß, alte Form. Wir haben vier Gießäste und ja, das ist mit daran, vier Gießäste. Ja, zur Anleitung verliere ich wie immer nicht großartige Worte, sondern lasse das hier einfach mal wirken. Das sieht ziemlich wüst aus hier zu Anfang, aber auch das sollten wir alles hinkriegen. Hallo Dekels, die legen wir auch erstmal beiseite. Ja, zum Schluss hier auch mehrere Optionen wieder zur Kanzel hier zum Beispiel, die man geschlossen und auch offen darstellen kann. Ich zeige das auch noch mal ein bisschen näher. Und hier zum Schluss die Deckelbeschreibung. Hier gibt es, so wie ich das sehe, drei Versionen. Export 003. Was haben wir hier? Fighter Aviation Regiment Pravdinsk Nijegorodskaja Distrikt. Ja, Nastrovje. In diesem Sinne, Prost. Okay, der Diekelbogen. Das ist auch eine Massearbeit. Ziemlich viel Kleinkram. Ich baue eigentlich selten 1 zu 72 Modelle. Aber der Maßstab kommt mir jetzt auch nicht allzu klein vor hier. Das passt eigentlich. Gut, wir öffnen das Tütchen. Ja.
eigentlich immer ein bisschen nachteilig, wenn hier alles, alles in einer Tüte ist. So können die Gießäste schön aneinander rabbeln und da löst sich auch schon mal das ein oder andere Teil draus. Ja, wir fahren auch wieder die Züge im Minutentakt vorbei. Wieder was für Pleiten, Pech und Pannen, aber nein, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Scheiß drauf. Okay, wir haben hier zwei Gießäste, einmal mit den Rädern vom Fahrwerk und einmal mit verschiedenen Raketen, also die Bewaffnung, in einem kleinen separaten Tütchen die Clearparts von der Kanzel. Ja, dann hier Flügelteile, ja. Und wie schon erwähnt, hier hat sich schon das erste abgelöst. Wie sollte es auch anders sein? Hier hinten das Triebwerk. Und die Heckflosse sozusagen. Und hier haben wir dann noch die Flügel an sich und den Rumpf. Jo. Okay. Soweit zu diesem Modell. Packen wir auch mal beiseite. Ja, kommen wir zu einem kleinen Resümee der letzten Monate. Ich habe ja einiges geschafft, beziehungsweise einiges gebaut. Ich werde zumindest nach dem U-Boot werde ich alles etwas langsamer angehen lassen. Gut, habe ich schon öfter gesagt, dass ich jetzt erstmal Pause mache, aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Nein, aber ich will es jetzt wirklich mal ein bisschen bremsen und ja, ein wenig in die Sommerpause gehen und mal ein bisschen Lohn machen. Nebenbei habe ich dann mir auch ein paar neue Teile bestellt. Ich hab mir hier meinen Seitenschneider ruiniert. Der gute Faller, ja, hab mir jahrelang treue Dienste geleistet und ich habe dummerweise versucht, damit Metallteile durchzuknipsen. Ja, wie blöd kann man sein? Jetzt ist er ruiniert. Okay, neu bestellt. Einige Farben sind auch neu bestellt und dann kann es weitergehen. So, wo ist jetzt der Cutter? Da liegt er unter dem Papier. Jo, ich lasse ihn trotzdem erstmal hier stehen. Gut, das nochmal so als kleine Zusammenfassung und kleine Vorschau, was da so noch von mir zu erwarten ist in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, wie gesagt, ich habe hier noch die vier Bausätze liegen, die beiden Mix, den Flugzeugträger, wo ich auch schon ein Unboxing zu gemacht hatte, und das U-Boot kommt als nächstes. Was noch auf meiner Wunschliste steht, wäre die Me-262 Night Fighter in 1:32 von Revell. Ich weiß noch nicht, ob ich sie mir selber kaufen werde oder mir irgendwie zu Weihnachten mal schenken lasse. Das schauen wir mal. Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön an meine Abonnenten. Mittlerweile sind es 114 auf meinem Kanal. Trotzdem habe ich nach wie vor keine Monetarisierung im Blick. Das ist noch sehr, sehr weit weg. Und ihr wisst es ja nach wie vor, das war nie mein Ziel. Aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Danke nochmal für euer positives Feedback. Und ja, auch nochmal gesagt, negative Kritik ist auch herzlich willkommen. Man will sich ja immer weiterentwickeln. Auch nochmal ein Danke an die verschiedenen anderen größeren Kanäle, sage ich mal. Der Modellbauer Sven, dem ich gerne zusehe, dem Erik vom Kanal Panzermodellbau alle Kategorien, dem Dennis, dem Delan, dem Dunhill 2005, dem Kevin auch nochmal Danke und dem Lars, dem Modellbauhandwerker. Beste Grüße aus dem Rheinland, macht's gut, bleibt gesund und ich sage Tschüss.